Malte, wo ist unser Whisky? Der ist im Tee. Ah, gut. Los geht's. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malls. Prüsschen. Prost. Ach, wir anstoßen lassen wir lieber. Ja. Yes. Hot. Heute haben wir tatsächlich kein Whisky im Glas, sondern wir haben einen schönen Früchtetee mitgebracht. Da haben wir uns gedacht, wir haben doch die Top 5 Videos in Quarantäne angefangen und es wäre doch schade, wenn wir die jetzt nicht weiterführen. Deswegen haben wir heute jeder 5 Punkte aufgeschrieben, ganz klassisch, oldschool auf dem Zettel und uns einfach einen schönen Tee gemacht. Das ist auch mal gut. Bio-Früchtetee, habe ich das gerade schon gesagt? Nö, aber ja. Ja, schmeckt, ist warm, bringt Spaß. Thema 8 Minuten ziehen lassen. 10 Minuten ziehen lassen, weil wir so lange gebraucht haben. Ja. Für ein kochendes Wasser. So. Härtegrad. Ach, okay. In Kiel hartes Wasser. Sehr hart. Sehr hartes Wasser. Hart. Ja. Thema der heutigen Sendung, der heutigen Folge. 5 Dinge, die uns an Whisky faszinieren, nachdem wir Nerven und überbewertet hatten. Brauchten wir was Positives. Dachten wir, wir können nicht immer, das soll ja keine Meckerkategorie sein, die Kommentare gab es damals auch. So, wollt ihr jetzt immer nur? So, nein, natürlich nicht. Und wie immer, wie bei allem, was wir machen, total subjektiv. Vollkommen subjektiv. Vollkommen subjektiv. Wir haben uns nicht abgesprochen, das heißt, keiner weiß hier, was auf dem anderen Zettel steht. Insofern kann es zu Doppelungen und sonst was kommen. Ja. Wenn ich mir das so ansehe, weiß ich selbst nicht mehr, was ich mir da aufgeschrieben habe. Ja, ich kann das auch sehr schwer lesen. Ja, also 5 Punkte in lose aufsteigender Reihenfolge bei mir, ja. Die mich mehr am oder Whisky, weniger. Ja, die mich am Whisky mehr oder weniger faszinieren. Auch da weit gedacht. Marc, willst du anfangen? Ich will einen Schluck Tee trinken. Ja, gerne doch. Okay, wir fangen natürlich, wie es bei Hitparaden, bei Charts so üblich ist, bei der niedrigsten, also bei der, also unten an. Bei der 5. Und auf Platz 5 habe ich bei mir stehen die Community. Gut. Ich auch. Geil. Dann red doch mal für uns. Ja, und zwar meine ich damit Community nicht unbedingt im Social Media oder Sinne von wegen die Leute, die vor der Kamera stehen und die Leute, die hinter der Kamera oder sagen wir mal, im Chat miteinander kommunizieren, sondern allgemein, also die Community im Analogen und im Digitalen. Sprich, wenn man sich auf Messen trifft, wenn man sich bei Tastings trifft, also das umfasst alle Leute, die Whisky mögen und sich darüber austauschen. Und wie bei jedem Hobby, wie bei jedem Sport ist es, finde ich, hier auch, dass hier Leute zusammenkommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die diese eine Gemeinsamkeit haben und damit sofort connecten können, die man sonst vielleicht gar nicht treffen würde, weil sie halt aus einer komplett anderen, weiß nicht, Bubble oder aus einem, die man sonst einfach nicht kennenlernen würde. Aber es gibt diese Gemeinsamkeit Whisky und die bringt diese Leute zusammen. Hm. Und dadurch sind Freundschaften entstanden, alte Bekanntschaften und so. All das. All das. Ja. Ja. Und das ist schön, das macht Whisky unter anderem auch. Und das finde ich toll. Ja, sehr gut. Das ist mein Platz 5. Genau so, wie du es jetzt auch gerade ausgeführt hast, finde ich auch. Also man hat direkt was zum Reden mit diversen Menschen. Findet häufig dann auch andere Gemeinsamkeiten. Mhm. Ne? Ja, und so, das ist ja auf jeden Fall ganz toll. Als ich nach Hamburg gezogen bin, war das total hilfreich, Leute schon zu kennen. Woher kannte ich die über Whisky? So, ja, ist einfach so. Ja. Ja, insofern, mein auch bei mir Platz 5 und du kannst gleich mit der 4 weitermachen. Willst du ja nicht mit der 4 weitermachen. Ach so, das, Gott, können wir uns das merken? Das wird schwierig. Okay, dann machen wir mit der 4 weiter. Das ist so ein bisschen ein interessanter Punkt. Ich glaube nicht, dass du den haben wirst. So die anderen 3, die noch kommen, sind auch klassisch, aber Platz 4, da habe ich mir aufgeschrieben, Persönlichkeit, das Ausdrücken von Persönlichkeit durch den Whisky
Stereotype, das sind die Stichworte, die ich hier stehen habe. Das finde ich total spannend und dann auch faszinierend in dem Bereich, dass es das vielleicht gibt, bei manchen gibt, manche das auch vielleicht absichtlich nutzen, so jetzt ganz stereotyp, klischeehaft, so, ich bin ein starker, haariger Mann, ich trinke nur rauchige Whiskys, alles andere ist für Weicheier. Ja. So, weißt du, dass man das machen kann oder sich auch darstellen kann als Feingeist vor anderen, wenn man jetzt Whisky trinkt, ne? Oder hier ein kleines Teechen oder so, dass das alles durch Whisky möglich ist, dass ganz viele das auch nicht machen. Ja, jetzt bitte, ich sehe schon die ersten in die Kommentarspalte. Was laberst du für einen Mist? So, ja, natürlich, also ich würde das jetzt auch nicht machen. Zu sagen, ich trinke jetzt, weil ich so und so bin, muss ich jetzt den und den Whisky trinken. Aber dass es das irgendwie gibt, also dass es so, da gibt es dann auch später, bei dir bestimmt auch noch, bei mir kommt es auch später, so viele verschiedene Whiskys gibt, dass man halt auch so diese Nischen dann so zu sich selbst finden, passen und so. Und oder was man als nach außen darstellen will, keine Ahnung, teure Flasche Whisky in die Vitrine angeleuchtet, damit jeder Gast das sofort sieht, dass man sich das leisten kann. Pipapo. Mach das Licht aus. Was? Licht ausmachen. Licht aus. Abbruch. Genau, das ist mein Platz Nummer 4. Oh, spannend. Ja, nee, den habe ich tatsächlich nicht auf meiner Liste. Aber jetzt, wo du das sagst, ja, natürlich. Mhm. Ja. Whisky ist schon so ein Konsumgut, das ja eine bestimmte Attitüde ja... Ja, also das zum einen, also Whisky jetzt erstmal an sich als Statussymbol sozusagen, aber halt auch das, selbst wenn man das nach außen gar nicht transportieren muss, sondern auch innerhalb der Nerds, dass man sich darüber so definieren kann, welche Whiskys man jetzt trinkt und so, also da, das ist facettenreich. Ja. Okay, mein Platz Nummer 4 ist... Ich habe aufgeschrieben, die Geschichte des Whiskys. Das ist so eine Aussage, die man über alles benennen kann, wenn man nicht genau weiß, okay, ich habe jetzt hier noch einen Punkt, wo ich nicht genau weiß, was ich nennen soll. Und deswegen habe ich hier Geschichte aufgeschrieben, weil das wie bei vielen Dingen ja so ist, dass sie aus, ich wollte jetzt gerade sagen, nicht aus der Not heraus, aber dass ein zufälliges Produkt ist. Also Whisky wurde zum Beispiel, jetzt musst du mir auch sonst gerne helfen oder einspringen, wenn ich was falsch sage, aber wurde in Fässern gelagert, weil man sie ja besser transportieren konnte und sie wurden häufig auch verschifft und sie waren eigentlich gedacht, gar nicht, um sie so lange in den Holzfässern zu lagern. Sondern eigentlich wurden sie relativ schnell getrunken. Ja. Und irgendwann hat man einfach mal, ich sage es einfach irgendwann, wurden einfach mal alte Fässer gefunden und dann haben sie, oh, da haben wir noch alte Fässer, kann man das noch trinken? Oh, das ist ja richtig geil jetzt. Ja. Warum lagert man sie denn nicht viel länger? Also dieses von wegen, okay, der Whisky reift in den Fässern und bekommt dadurch Aromen, die vorher nicht, also dass sich da eine Entwicklung stattfindet, das wurde durch Zufall sozusagen herausgefunden. Und das finde ich schon ist schön. Das fasziniert mich. Ja, ich meine das Wort Faszination. Wir sitzen jetzt nicht abends da und denken, faszinierend. Nein, das ist klar. Aber wie es überhaupt dazu kam. Es ist natürlich noch viel länger, es ist komplett runtergebrochen, aber ja, die Geschichte des Whiskys an sich kann man sich gerne mal reinziehen. So ein, dieses eine Buch über Whisky, weißt du noch? Ach, das eine. Ja. Ich muss noch mal raussuchen. Vielleicht, ja, schreibe ich das. Wenn du es mir sagst, schreibe ich es runter. Oder so, machen wir es so. Werden wir niemals machen. Okay, in der Logik müsstest du nach deiner 4 jetzt auch deine 3 machen oder soll ich jetzt dann die 3 machen, damit wir uns immer abwechseln? Ja, wir können jetzt ja so lange weiter abwechseln, bis wir uns wieder doppeln. Ja, wir doppeln uns. Meine 3 ist nämlich, habe ich hier stehen, Tradition, Geschichte, Herstellung.
in Anführungszeichen Mystik. Also würde ich jetzt das, was du im Handwerklichen sozusagen gerade erklärt hast und dieses Zufällige, das ist sozusagen der Teil Tradition, Geschichte, Herstellung, das finde ich alles sehr spannend, auch wie ins Detail man da gehen kann, wie Hefesorten, Fermentation, Destillation, Lagerung, was auch immer. Okay, ich habe keine Sachen mehr, tschüss. Genau, das alles ist ja so ein bisschen in diesem Punkt dann damit drin. Und das, was du auch gerade gesagt hast, wie das entstanden ist durch Zufall. Haltbarmachung von Getreide, wir brennen das, dann ist es länger haltbar. Und irgendwo müssen wir es reinpacken, also nehmen wir ein Fass, irgendwie sowas. Dann vielleicht dieser völlig bescheuerte Begriff der Mystik. Aber das ist was ich tatsächlich, vielleicht faszinierend ist das falsche Wort, aber was ich so schön finde an Whisky. Dieses, wir packen das da rein, das Destillat in ein Fass, um das nochmal zu erklären, was ich meine. Und dann lassen wir das liegen und wir können am gleichen Tag aus dem gleichen Destillat in zwei Fässer, die aus der gleichen Küferei kommen, quasi aus dem gleichen Holz mit der gleichen Vorbelegung, die legen wir nebeneinander und es werden zwei völlig unterschiedliche Fässer. Mhm. Das muss nicht immer so sein, manchmal sind die auch sehr identisch, aber es kann auch komplett unterschiedlich sein. Und so richtig weiß niemand, also du kannst halt jetzt nicht sagen, ich lege das jetzt da rein und am Ende kommt genau das und das raus. Mhm. Das geht nicht. Und das geht bei so vielen Sachen in unserer Welt, dass du einen Produktionsprozess von vorne bis hinten durchgeplant hast und du weißt, wie das fertige Produkt aussieht. Weiß ich nicht, vorne fängst du an und hinten kommt ein Auto raus. So ist irgendwie klar. Und bei Whisky ist das aber nicht so, weißt du? Ich stelle mir gerade, wie das bei Autos. Was ist das denn? Sieben Reifen? Ja, noch sieben Reifen. Wieso, genau. Und das finde ich aber so schön bei Whisky. Das ist noch so ein bisschen dieses Ursprüngliche, so ein bisschen diese Romantik, auch wenn wir bei großen Brennereien davon eigentlich weit weg sind, ist da immer noch dieses, es braucht Ruhe, es braucht seine Zeit, es dauert alles, es liegt in schönen Lagerhäusern. Auch große Lagerhäuser haben ja irgendwie so diese Ausstrahlung. Eine große Tür geht auf, es ist eigentlich dunkel. Genau, du hast so, das alles ist so, ja, ist spannend. Und mein Punkt 3. Ich fange mal an abzukreuzen, damit ich weiß, wo ich bin. Ja, damit hast du mir so ein bisschen meine Nummer 1 gekickt. Und ich frage mich gerade, Cheerio, Miss Sophie, was du noch auf Nummer 2 und 1 stehen hast. Ja, du wirst es erfahren. Es ist die Frage, entweder ergänze ich jetzt da noch was oder ich nenne es später, aber eigentlich ist es das plus, ja, eigentlich ist es das. Also ich habe halt auch geschrieben, die Entstehung, also wie aus diesen in Anführungszeichen wenigen Komponenten dann, wie schon sagtest, so unterschiedliche Aromen entstehen können. Also du packst, man packt in zwei Fässer am selben Tag die gleichen Sachen, die liegen auch ungefähr, aber da kommt vollkommen ein anderes Ergebnis raus. Also das ist wirklich, und dazu dann auch noch dieser romantisierende Blick auf diese alte Handwerkskunst. Ja. War das jetzt deine Eins, deine Drei? Das war meine Eins. Okay. Was ist denn eigentlich, wärst du mit deiner Drei dran gewesen? Ja, meine Drei habe ich eben nochmal umgetauscht. Das war vorher, also vorher war es meine Eins. Aber dann habe ich es nochmal umformuliert, weil es, also meine Nummer 3 ist die Vielfalt. Aber Vielfalt im Sinne, wie sich Whisky, wenn man sagt, irgendwie der Ursprung ist Schottland oder Irland, die sagen, okay, wir haben den Whisky erfunden. Wenn man dann aber nach Amerika geht und dort den Whisky oder den Bourbon hat oder nach Asien oder wo gibt es noch Whisky? Deutschland, ja. In Deutschland gibt es Whisky, nein, Spaß. Ja, und dass die wiederum das aber wiederum an ihre Begebenheiten, an ihre regionale Ressourcen angepasst haben. Mhm. Den Mais und mehr Roggen in den USA. In Asien ist es vielleicht eher die Adaption des Schottischen, mit aber die,
jetzt ist es schwer, da nicht in irgendwelche Stereotypen zu verfallen, aber man kann ja schon von einem klassischen, sagen wir mal, japanischen Whisky oder so sprechen, der eher etwas glatter, etwas runder, ja, ausgearbeiteter ist vielleicht. Ja, dieses Perfektionieren, ne? Ja, ja. Dass man das da hat, während der deutsche Whisky mehr noch vom Obstbrand geprägt ist. Also ein Teil, nicht alle. Da einige, wenn man jetzt St. Kilian nimmt, die sich ja halt doch sehr stark zum Schottischen auch durch die Brennblasen und orientieren und auch da den doch eher schottischen Charakter haben. Aber es gibt auch viele kleine Brennereien, die sagen, also die Obstbrennereien, die sagen, wir machen auch Whisky, und da hat man dann doch ja, also da hat man dann noch diese Symbiose von, oder da erkennt man noch stärker den regionalen Charakter, woher das kommt. Also das ist dann doch eher ein bisschen, ja, das wäre meine Nummer 3. Also regionale Vielfalt oder sagen wir die Vielfalt des Whiskys mit regionalem Einfluss. Ja. Meine 2 ist ein Wort. Vielfalt. Ja, also ich habe das aber im klassischen Sinne gedacht, wie du gerade. Bitte, bitte. Also einfach, ich finde, ich bin in anderen Spirituosen nicht so ein Experte wie im Whisky. Wenn ich das jetzt für mich so, Gott, das ist irgendwie furchtbar, ne? Aber auf jeden Fall beschäftige ich mit Whisky mich mehr als mit anderen Spirituosen und so weiter. Aber trotzdem, so auch was ich von anderen höre, hat Whisky, glaube ich, die größte Bandbreite einfach. Und das finde ich wirklich erstaunlich, wie du gerade gesagt hast. Wasser, Gerste, Hefe, ja, let's go. So, mehr ist da nicht drin, Zuckerkulör im Zweifelsfall noch. Mhm. Aber wie du von keine Ahnung, einem klassischen milden Space Cider über einen jungen, noch ein bisschen roughen Whisky, über einen rauchigen Eiler bis hin zu, ja, dann, wenn man das regionale Bourbon oder Rye, wenn du das damit reinpackst, ist einfach eine Bandbreite, die gigantisch ist, wo jeder, glaube ich, der sich damit länger beschäftigt, irgendwann merkt, so ein Leben reicht nicht aus, um sich damit abschließend zu beschäftigen. So, ja. Das ist ja auch das Schöne daran. Das ist ja auch ganz, ganz toll. Mhm. Ja, genau. Also Vielfalt in einem, vielleicht noch ein anders akzentuiert, ja, anderen Aspekt. Ja. Ja. Das passt auch wieder zu meiner Nummer 1 und deiner Nummer 3. Die einem Sinn. Genau, dass man da ja auch dass man da ja dann auch noch dann das Destillat beeinflussen kann. Was für eine Brennblase wird benutzt? Wie hoch ist der Cutpoint? Also es ist da ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dass es halt nicht nur das Fass ist, sondern auch schon die Art zu brennen, was entscheidend kann oder was den das Endprodukt dann noch beeinflussen kann. Ja. Ja. Vielfalt? Ja. Vielfalt. So, einen müsstest du noch haben, deine Nummer 2, oder? Ja, meine Nummer 2. Und meine Nummer 2 ist so ein bisschen was aus Faszination an Whisky, aber auch ein bisschen Faszination am Menschen, weil das habe ich an mir beobachtet und das werdet ihr wahrscheinlich auch alle sagen können, dass es gibt Tage, da schmeckt einem der Whisky super, und dann gibt es Tage, ja, das ist einfach da geht gar nichts. Und okay, diese Tagesabhängigkeit oder auch wie es einem geht, dass das auch nochmal Einfluss hat auf den Einfluss haben kann auf den Whisky. Und das dann auch wieder bezogen auf die Nummer 5 Community, wenn man da sagt, zusammen in der Bar oder bei sich im Wohnzimmer oder im Keller oder irgendwie, wenn man zusammen ist, dann das hat einen Einfluss. Hat einen Einfluss darauf, ja. Und das schmeckt, ja, wenn man sagt, es schmeckt ja nochmal wieder anders, aber so ein bisschen, das kann darüber entscheiden, ob das jetzt, ja, oder, also die äußeren Umflüsse, das äußere Umfeld, dass das auch noch irgendwie, ja, beeinflussen kann. Habe ich jetzt zu oft gesagt.
Die Umflüsse finde ich schön. Die Umflüsse. Ja. Ja, spannend. Oh Gott, du hast mir gerade einen kleinen Herzanfall hier, als du von Menschen und so angefangen hast. Dachte ich, jetzt hast du mit deiner Nummer 2 meine Nummer 1 erlegt. Aber es hat zum Glück nicht funktioniert. Eine Sache, die jetzt auf meiner Liste gar nicht drauf ist, die aber so ein bisschen in dieses Menschliche passt, woran ich überhaupt nicht gedacht habe, was ich jetzt vielleicht noch kurz so außer Konkurrenz erwähnen würde, ist, was ich ganz spannend finde, seitdem ich mich auch, ich weiß nicht, ob die Entwicklung auch so passiert wäre, ob das einfach mit dem Älterwerden oder so zu tun hat. Was ich auch beobachte, ist, dass Whisky bei mir auch dazu führt, dass ich mich mit vielen Sachen, die, sagen wir mal, Oberbegriff Kulinarik umfassen, viel intensiver auseinandersetze. Mit was schmecke ich, wie schmecke ich, auch halt beim Essen, bei Gewürzen, bei solchen Sachen, das auch viel bewusster, viel klarer und so, und auch danach zu suchen. Ist jetzt nicht so, dass, also Kochen und Essen hat mich schon immer interessiert, aber das ist nochmal das so eine parallele Entwicklung, weil ich denke, okay, und dann probiere, so Eindrücke abzuspeichern, um sie dann auch wieder abrufen zu können. Das ja, ist auch noch so eine, einfach nur eine Selbsterkenntnis. Das ist keine Faszination, da passt das irgendwie nicht richtig rein. Ja. Ja. Aber das stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist ein wichtiger Punkt. Du kannst nur das erschmecken, was du auch kennst. Ja. Zum einen, zum anderen, wenn man sich mit etwas so intensiv auseinandersetzt, wirkt sich das mehr oder weniger, finde ich, also kann ich auf mich auch anwenden, auch auf andere Speisen, allgemein Getränke aus, dass man sagt, man möchte das irgendwie auf andere Arten zubereiten oder man versucht irgendwie da dann die Aromen rauszuschmecken. Oder auch bei Parfümen denke ich jetzt auch gerade, das ist sehr ähnlich. Also die Bestandteile, die Geruchsstoffe, die Basis und Hochtöne. Ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Das hätte ich auch mit aufgeschrieben. Ja, Faszination ist, ja. Ich finde da passt das fast sogar noch. Das passt okay. Sehr gut mit rein, ja. Okay, Faszination 1, weil meine 1 wurde ja nicht im Vorfeld geköpft, ist bei mir, da habe ich aufgeschrieben, die Verbindung von Destillat oder von Whisky als Getränk mit Kultur und Land. So, das ist halt was, was ich für mich einfach kennengelernt habe, was man auch nur kennenlernen kann, wenn man nach Schottland fährt, wenn wir es jetzt auf Scotch beziehen. Das gibt es bestimmt bei Wein, in Weinanbaugebieten und was weiß ich was, gibt es das natürlich irgendwie auch, aber ich finde, das ist ja auch die Marke Scotch Whisky, funktioniert ja auch irgendwie dadurch, dass sie das verkauft. Und dieses, die Menschen, die vor Ort arbeiten, diese Freude daran zu arbeiten in dem Bereich und dann auch diese Widerspiegelung, die man sich ja in Teilen vielleicht auch einbildet, aber die vielleicht auch da ist von der Region, der Umgebung, wo ein Whisky ist, der dann eher kräftig oder eher mild, ist er in sanften Hügeln oder an der Küste, wo der Wind so rumtost und was weiß ich was. Und diese ganze, ich finde dieses Land Schottland mit den Menschen und der Natur passt auch einfach, das ist kein Zufall, dass genau dieses Getränk da entstanden ist. Und das ist was bei mir ja auch dafür sorgt, dass ich probiere, wenn die Zeiten das zulassen, viel da zu sein, weil ich das auch in dem Moment, wo, das habe ich glaube ich schon häufiger gesagt, in dem Moment, wo ich im Flugzeug zurück bin, überlege ich, weil ich das nächste Mal hinfahren kann, so ungefähr. Ne? Und das ist definitiv, das trifft auch, glaube ich, das Wort Faszination dann an der Stelle sehr gut. Ne? Einfach dieses Zusammenspiel dann vor Ort irgendwie von Natur, Landschaft, all dem und ja, dann zu sagen, okay, das ist schon irgendwie, ja, perfekt passend. So, kann doch eigentlich gar kein Zufall sein, dass sich das da entwickelt hat. Ja. Das ist meine Nummer 1. Ach, schön. Schön, ne? Ja. Darauf erstmal ein Früchtetee. Ja. Wenn man an das Land denkt und wie die geografische Strukturen da sind, ja. Hat man auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern hier oder in ja, wobei ich zum Beispiel in der Uckermark, als wir vom Sina Brennerei, als ich die besucht habe, das hat mich dann, dachte ich auch so, okay, hier ein Whisky, das passt doch irgendwie ganz gut. Ja.
So, ja. Die Uckermark. Ja. Gut, ach, das war lang, habe ich das Gefühl gehabt. Wir haben fast eine Kanne Tee weggetrunken. Oh ja. Während eines Videos. Und das für Tee. Hier stehen hat noch nichts. Kein Whisky. Das wäre ein Portfass, oder? Erdbeerbohlenfass. Ja. Lasst uns doch vielleicht einfach mal wissen, wenn ihr Lust habt, was zu kommentieren, was für 5 Dinge, Top 5, wir in die nächste Liste packen sollen, was euch da interessiert. Oh, weil ja. Dann müssen wir uns gar nichts ausdenken. Nehmen wir einfach eure Ideen. Das ist doch eigentlich viel schlauer. Oder falls wir noch etwas vergessen haben hier bei unseren 5, was euch fasziniert, weil bei dem, was Malte aufgeschrieben hat, habe ich auch gedacht, ja stimmt, oh Gott, dann habe ich gar nicht gedacht. Und so wird es wahrscheinlich noch ein paar Dinge geben, an die wir vielleicht nicht gedacht haben. Ja, dann haut es unten drunter. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Genau. Jo. Einer muss Tschüss sagen. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss. Oh, seht die Leute, an welchem Tag wir das aufgenommen haben? Freitag. Ja, shit. Wieso? Meine Tagessocken. Ach so. Monster Party. Oh, T-Rex. Mit einem Partyhut. Ich weiß auch nicht, ob man die sieht. Ich glaube nicht. Ah ja, gut.